Das Absingen der Nationalhymne über den eigens eingeblendeten Text auf dem Videowürfel. Willkommen zu Scudetto TV und willkommen in den modernen Zeiten, auch ohne Jens Lehmann. Modern sein wollen natürlich auch immer unsere Bundesliga-Clubs, vor allem dann, wenn es dabei auch noch Kohle zu verdienen gibt. Und so hat Arminia Bielefeld nun neben dem ersten Solardach der Liga auch seine eigene Tankstelle. Der 12. Mann nennt sich der Laden und wurde letzte Woche feierlich eröffnet. Wobei, so modern ist das natürlich alles gar nicht, wenn man sich zum Beispiel dieses Bild hier des Weltmeisters Helmut Rahn aus den 50er Jahren anschaut. Doch wenn die eher bedächtigen Ostwestfalen schon so mutig vorangehen, dann kann Klinsmann natürlich nicht zurückstecken. Oder auch Posh Poos Beckham. Ja, das da ist genau das, wonach es aussieht. Aber den Vogel schießen natürlich mal wieder die Königsblauen ab. Bundeswehr goes Schalke. Da fehlt wohl nur noch das Logo des russischen Hauptsponsors vorne drauf. Kurz vor DM war ich zusammen mit dem ehemaligen Profi und heutigen Premiere-Experten Peter Kötzle in Bern. Und genau dort in der Schweiz hat Peter Kötzle auch bei den Young Boys 1989 seine Karriere auf eine höchst mysteriöse Art und Weise begonnen, wie er in dieser amüsanten Geschichte erzählt. Die Schweiz hatte damals eine ganz beschissene Regelung, dass Amateurfußballer nicht in die Schweiz Profiliga wechseln konnten. Und wir haben das rausgekriegt, als es im Endeffekt schon fast zu spät war, weil ich habe Mitte Dezember bei Young Boys unterschrieben und auf einmal kam mein Berater, hat mich angerufen und meinte, pass auf, wir müssen noch irgendeinen Verein in Europa finden, der dich für zwei Spiele irgendwie einwechselt. Du musst, egal wie lange du spielst, du musst einfach nur rein. Zwei Spiele müssen irgendwie draufstehen. Ja, und wir haben dann einen Verein gefunden, Serkel Brügge. Gut, ich wusste nicht, wo das liegt, aber ich habe gesagt, alles klar, die spielen noch. Mir wäre das lieber gewesen, irgendwie nach England, aber die wollten mich nicht. Und ja, und dann musste ich da hinfahren. Dann bin ich da hingefahren und habe dann bei einem Kumpel von meinem Berater gewohnt, der hatte damals ein Hotel, natürlich zugemacht. Aber für mich, sagte er, hier hast du die Schlüssel, habe ich ein Hotel gewohnt, mit 40 Plätzen, ganz alleine. Und wer den Film kennt, Shining. Also, ihr lacht, ich habe geheult. Richtig Angst und Schiss und viermal zugeschlossen und habe dann da gehofft, die letzten drei Partien wenigstens zweimal eingewechselt zu werden. Und ich werde nie vergessen, als das letzte Spiel war und 89. Minute, Trainer sagt, okay, Kessler, jetzt kommst du. Und ja, der Ball ging nicht ins Aus. Und ich habe nur überlegt, scheiße, wenn das nicht klappt, muss ich wieder zurück. Und irgendwann ging ja wirklich der Ball ins Aus. Ich habe geweint vor Glück. Bin rein. Wir lagen 2-1 hinten, aber ich war der Einzige, der gejubelt hat. Montag vor einer Woche lief im Kicker die Fragestunde auf den letzten Seiten unter dem Namen Nachspielzeit endgültig aus. 104 Mal hatten ihr Sportler intime und lustige Fragen aus ihrem Leben beantwortet. Zum Abschluss präsentierte der Kicker nochmal einige Highlights, wie zum Beispiel diesen Spruch hier von Ernst Mindorp. Herr Mindorp, wofür bekamen Sie Ihren teuersten Strafzettel? Ach, 25.621 Euro wegen ungezogenem Verhaltens im Straßenverkehr in wirklich gut gelauntem Zustand. Leider nicht mit dabei war mein absoluter Lieblingsspruch des Keepers des KSC, Markus Müller. Der hat einmal auf folgende Frage Folgendes geantwortet. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Och, ich bin keine große Leseratte. Wenn ich einmal angefangen habe, lese ich oft nicht bis zum Ende. Vielleicht hatte ich ja noch nicht das Richtige. Vielen, vielen Dank für die tollen Zusendungen an Fundstücken. Die Gewinner des Buchs von Frank Gosen gibt es unter der Webseite www.scudetto.de. Doch auch weiterhin immer her mit euren Zeitungsausschnitten, Zitaten, Bildern, Filmen und allem, was euch als kurios oder skurril erscheint. Und alle, die jetzt was einschicken, nehmen automatisch an der Verlosung teil, die nächste Mal zu sehen ist. Und ich kann jetzt schon verkünden, dass der Gewinn, der da ausgelobt wird, sich auf jeden Fall lohnt. Dieses Mal möchte ich euch besonders zwei Einsendungen ans Herz legen. Diese herrlichen Bilder hat einer der Herausgeber der wunderbaren Seite fußballlandschaft.de geschickt. Auf der unten angegebenen Homepage sind viele weitere Fußballplätze von überall her zu sehen. Ob Kabul oder Gelsenkirchen, ein Klick lohnt in jedem Fall.
Und das folgende schöne Automotiv hat jemand zugeschickt, der bei der EM in Wien war. Liebe BVB-Fans, bitte einmal ganz kurz weggucken. Es handelt sich hierbei um eine echte Rarität. Endlich mal ein Dortmunder Kennzeichen mit einem VfL-Aufkleber. Ein persönlicher Tipp zum Schluss. Jeden Montag gibt es auf scudetto.de eine umfassende Fußball-Blogschau mit vielen, vielen tollen Dingen aus der bunten Welt des Internets. Und deshalb schließen wir heute auch mit einem Fundstück, und zwar von den Schweizer Kollegen der Seite zum runden Leder. Die haben nämlich ein Video ausgegraben von einer kuriosen Saisoneröffnung in England. Das Spiel wurde übrigens mit einstündiger Verspätung erst angepfiffen. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche und Glück auf!